Der vielleicht glücklichste Tag der Deutschen. Der 9. November 89. Der Tag, als in Berlin die Mauer fiel. Doch für manche wurde er zur tragischen Wende im Leben. Für Kinder, deren Eltern lieber in den Westen gehen. Ohne sie. Das ist Berlin. Und jetzt bin ich nur alleine. Dass die Eltern im Grunde genommen, nur um in den sogenannten Goldenen Westen zu kommen, die Kinder einfach weggegeben haben. Ja? Und so gibt es hunderte von Fällen in der DDR. Verlassen und belogen. Meine Mutti, die hier ist in Urlaub. Es fühlt sich heute noch total emotional an, ne? Gerade wenn man sich da so als kleiner Junge hilflos die Treppen hochlaufen sieht. Diese Eltern sind ja gegangen, weil sie ein besseres Leben wollten. Aber ihren Kindern haben sie zugemutet, da zu bleiben, wo sie nicht bleiben wollten. Und die sind hilflos. Wenn es auf Fragen keine Antwort gibt. Ich habe darüber nachgedacht, warum meine Mutter mich allein gelassen hat. Und einmal bin ich dazu gekommen, habe ich gedacht, dass ich das wüsste. Aber ich weiß nicht, ob es das Richtige ist. Warum setzt man ein Kind in die Welt, wenn man es nicht will? Wenn das Trauma auch nach 30 Jahren nicht verarbeitet ist. Das hat ja einfach Folgen fürs ganze Leben, für alle Kinder, alle. Wenn die Sehnsucht nicht vergehen will. Manchmal abends denke ich an Mutti. Eigentlich ist vermisse Mutti. Die kommt nie mehr wieder. Das Kinderheim Makarenko in Berlin-Treptow, wenige Wochen nach dem Fall der Mauer. Es ist eine Auffangstation für Kinder, deren Eltern ihr Glück allein suchen. Es ist der 6. Dezember 1989, Nikolaustag. Fast alle in der Gruppe feiern den ersten Advent nun im Heim. Sie sind auf dem Weg von Ost nach West zurückgelassen worden. Zum Beispiel Mark, 2 Jahre alt. Die Mutter und seine 3 Geschwister sind im Westen. Für ihn war kein Platz mehr. Dr. Lisa Hörkner ist Leiterin der Säuglingsstation. Seit dem Exodus Richtung Bundesrepublik steigt auch die Zahl der verlassenen Kinder. Allein in Berlin sind es einen Monat nach dem Mauerfall schon mehr als 50. Auch Steffen, ein 1-jähriger Säugling, lebt jetzt im Heim. Hey, Steffen, komm. Zusammen mit seiner 2-jährigen Schwester wurde er von der Großmutter hier abgegeben. Der Freiheitsdrang der Mutter ist größer als ihr Verantwortungsbewusstsein. Wir sind informiert worden durch die Großmutter des Kindes, dass sie ausgereist ist ohne ihre Kinder. Es ist noch ein Geschwisterkind bei uns. Und sie hat sich bisher auch aus der Bundesrepublik noch nicht gemeldet. Steffens Schwester, Katharina. Das Mädchen leidet besonders unter der Trennung von der Mutter. Ein traumatisiertes Kind, verloren und verlassen. Das Kind ist sehr verstört. Es weint sehr viel, ist ausgesprochen ängstlich und verlangt schon immer wieder nach der Mama. Während ihr Bruder die neue Situation noch gar nicht richtig begreift, hadert Katharina mit ihrem Leben im Heim. Erinnerungen an diese Zeit hat sie heute kaum noch. Katharina Fernau, 31 Jahre später. Heute sieht sie diese Aufnahmen zum ersten Mal. Die einzigen Kinderbilder von sich aus dieser Zeit. Wie kann man das einem Kind einfach antun? Ich verstehe es nicht. Also gerade wenn man selber Kinder hat, ne, man versteht es halt einfach nicht. Ein Rückblick, der so vieles erklärt aus ihrem Leben. Die Folgen, damals wie heute, ein Problem für die jetzt 33-Jährige. Ich weiß, es war natürlich gerade nicht in dem Moment, warum ich jetzt weine, aber es wurde ja auch gesagt, also das habe ich auch früher selber gehört, dass ich
sehr viel geweint habe, total verstört gewesen bin. Also Sie haben da Folgen gehabt als Kind? Bis heute, ja, definitiv. Was für welche? Also alles, was Gefühle anbelangt. Ich kann also keine Nähe zulassen, ich kann sie nicht geben. Also ich kann auch keinen an mich ranlassen, ich vertraue niemandem. Und ich merke es halt auch, wie gesagt, in einer Beziehung, ich kann halt niemandem irgendwas überlassen. Ne? Also ich brauche die Kontrolle, dass ich die Kontrolle nicht verliere. Ne? Weil halt natürlich immer die Angst für mich da ist, dass wenn ich mich nicht drum kümmere, dass es keiner macht. Und das ist halt natürlich, dadurch ist meine erste Ehe kaputt gegangen, weil mein Ex-Mann natürlich super behütet aufgewachsen ist. Und damit natürlich gar nicht zurechtkommen, dass ich ihm das nicht geben kann, weil es geht einfach nicht. Ne? Katharina und ihr Bruder kommen in eine Adoptivfamilie. Die leibliche Mutter werden sie nie wieder treffen. Die soll nach ihrer Flucht vor den eigenen Kindern in einem Krankenhaus in Bayern gearbeitet haben. Ausgerechnet auf einer Kinderstation. Als dort die Chefs von der Tragödie erfahren, sei sie entlassen worden. Katharina selbst hat heute 5 Kinder. Auch deswegen hat sie kein Verständnis für das Verhalten ihrer eigenen Mutter. Man fragt sich einfach, warum setzt man ein Kind in die Welt, wenn man es nicht will? Wenn man nicht mit allen Konsequenzen sich um dieses Kind kümmern möchte? Mit allem, was es mit sich bringt? Das kann ich mir doch vorher überlegen, ob ich das möchte. Und vor allem muss ich ja dann nicht noch ein Kind bekommen und noch ein Kind, um es dann am Ende zurückzulassen und im Prinzip die Kindheit zu zerstören. Und es hat ja einfach Folgen fürs ganze Leben, für alle die Kinder. Alle, egal welches Alter die haben. Überall in der DDR gibt es zu dieser Zeit Kinder, die von ihren Eltern verlassen werden, als diese sich in die damalige Bundesrepublik absetzen. Eine Statistik über Fallzahlen gibt es nicht. Doch schon damals richtet sich die Leiterin eines Säuglingsheims in einem dringenden Appell an Politik und Medien. Ich bitte deswegen dringend, einmal unsere beiden Staaten gegenseitig aufeinander zuzugehen, um mit den örtlichen Organen der Jugendhilfe ein Rechtshilfeabkommen abzuschließen, um für diese Kinder eine Lösung zu finden. Christina Brandt, die Heimleiterin von damals, erinnert sich. Den Umständen geschuldet, füllte sich auch ihre Erfurter Einrichtung innerhalb weniger Wochen. Ja. Allein bei ihr waren es 12 Kinder, die abgegeben wurden. Ich war fassungslos und meine ganzen Kollegen auch. Man hat sowas nicht für möglich gehalten. Es müssen Hunderte gewesen sein, die in dem ganzen DDR-Gebiet, auch größere, es sind ja auch in Erfurt andere Heime gewesen, mit denen wir kooperiert haben. Und da waren ja schon Schulkinder dabei, die dort abgegeben wurden und wo versprochen wurde, nächste Woche hole ich dich. Jugendliche, nichts ist passiert. Also in Erfurt waren das schon bestimmt 50. Auch Enrico und Sven, beide 16 Jahre alt. Sie wurden morgens von ihrer Mutter mit den Worten geweckt: Die Grenzen sind offen, schlaft nur weiter, ich gehe mal drüben gucken. Die Mutter, sie kam nie wieder. Seit einem halben Jahr sind sie nun in diesem Erfurter Heim. Sehnsucht zu meiner Mutter. Und da gibt es keine Aussicht mehr. Die hat uns ja verlassen. So. Die hat so was Schlimmes angetan. Das würde ich ja kaum überstehen. Wenn sie mich jetzt rüberholen würde, würde ich sagen, nein, ich bleibe hier. Du hast uns nicht Bescheid gesagt, dass du rüber willst, deine eigene Freiheit haben willst. Würde ich jetzt hier bleiben. Auch Sebastians Mutter hat ohne ihn rübergemacht. Das Sprechen darüber fällt dem Jugendlichen sichtlich schwer. Meine Mutter kann es nicht mehr gut machen. Und warum nicht? Willst du ihr nicht noch mal eine Chance geben? Nein. Liebst du sie nicht mehr? Hast du sie?
Diese Eltern sind ja gegangen, weil sie ein besseres Leben wollten. Aber ihren Kindern haben sie zugemutet, da zu bleiben, wo sie nicht bleiben wollten. Und die sind hilflos, fassungslos. Für die ist ja eine Welt zusammengebrochen. In dieser Zeit muss auch Manuela ins Heim in Erfurt. Gemeinsam mit 160 anderen weißen Kindern lebt sie nun hier. Die Sehnsucht nach dem Vater ist groß. Ein halbes Jahr zuvor machte der sich mit einer Freundin quasi über Nacht auf und davon. Auch er ging in den Westen. Und auch er plante seine Zukunft ohne seine Tochter. Für die 14-Jährige ein Schock. Mein Vater ist rüber in den Westen. Abgehauen. Ja, ich habe meinen Vater sehr lieb und ich kann es ihm aber nicht verzeihen, dass er rübergegangen ist. Immerhin. Einmal hat ihr der Vater einen Brief geschrieben. Ein A4-Blatt. Ohne Erklärung, ohne Entschuldigung. Liebe Manuela, obwohl wir dich sehr vermissen, ist es vielleicht besser so für dich. Mach erstmal deine Lehre und dann werden wir weitersehen. Wir haben jetzt eine Wohnung seit dem 1.12.89. Ist nicht schlecht, mit Bad und warmem Wasser, aber 555 Mark Miete. Im Januar kommen wir hundertprozentig rüber, sobald wir alle Papiere haben. Bitte sei nicht böse und traurig darüber. Es geht wirklich nicht. In den Winterferien kannst du ja auch zu uns hierher kommen. Irgendwie wird das schon klappen. Die letzten Zeilen sind eine Lüge. Manuelas Vater hatte sich bis dahin nicht wieder gemeldet. Auch Thomas landet in einem Erfurter Kinderheim. Seine Mutter hat ihn abgegeben, weil er sich zu einem spastisch gehbehinderten Kind entwickelt. Sie beauftragt ihren Freund, den Jungen ins Heim zu bringen. Der setzt ihn der Heimleitung einfach auf den Schreibtisch. Dann ziehen beide in den Westen. Seit Wochen wartet der Fünfjährige nun auf seine Mutter. Die Erzieher behelfen sich mit einer Notlüge. Meine Mutti, die hier ist in Urlaub. Es ist die Mutter, die ihm das Wichtigste genommen hat. Das Urvertrauen, dass Mütter nur das Beste für ihr Kind wollen. 31 Jahre später. Thomas Metz sieht sich die Aufnahmen von einst mit seiner heutigen Familie an. Das fühlt sich heute noch total emotional an, ne? Gerade wenn man sich da so als kleiner Junge hilflos die Treppen hochlaufen sieht und dann eben so eine Aussage trifft, meine Mama ist im Urlaub, ja? Und man weiß aus jetziger Sicht, so war es eben gar nicht, ne? Man wurde ja quasi abgeschoben, ja? Und es ist verblüffend zu sehen, wie schnell man das als Kind in so einer Notsituation dann auch glauben kann. Ne? Und auch heute noch, wenn ich mir das angucke, auch eben gerade, muss ich sagen, absolut berührend. Heute ist er verheiratet, selbst Vater von zwei Töchtern. Sein Glück, Monate nachdem er abgegeben wurde, nimmt ihn eine Pflegemutter auf. Silvia Werner ist zu dem Zeitpunkt Lehrerin in einer Körperbehindertenschule. Eine Bekannte hat sie auf den Jungen aufmerksam gemacht. Thomas musste dann später von unserer Schule, weil wir keine Wochenendunterbringung hatten, zurück ins Kinderheim. Und ich bin dann, wie so ein Erwachsener halt denkt, damals gehst halt mal hin und guckst, ob sich Kontakt entwickelt. Und als ich das zweite Mal wieder da war, rief Thomas schon von Weitem, meine Mama kommt. Und da war es entschieden und klar. Ja, da muss man sich ja auch mal vorstellen. Ne?
kommst du zum zweiten Mal und sagst dann sofort Worte wie, meine Mama kommt. Ne? Ja. Was eigentlich rückblickend da für eine Not da war. Ne? Ja. Ein Ortstermin in die Vergangenheit. Von dem einstigen Heim ist nicht mehr viel übrig. Hier stand das. Hier stand das. Gab es so einen Moment, wo Sie realisiert haben, dass die Mutti Sie nicht mehr abholt? Nee, das ist gar nicht mehr drin. Das ist gar nicht mehr drin. Ich habe die Dramatik auch erst Mal wirklich realisiert, als ich im Film mich selber dort gesehen habe und diese Worte gehört habe. Meine Mama, ja, die ist im Urlaub. Erst da habe ich noch mal so realisiert, um Gottes Willen, was war hier besser gesagt eigentlich los. Ja. Es ist das Jahr 1999. 10 Jahre sind vergangen, seit Thomas von seiner Mutter ausgesetzt wurde. Inzwischen ist aus dem schüchternen Kind von einst ein selbstbewusster Teenager geworden. Dass seine Pflegemutter ihn aus dem Heim geholt hat, war die positive Wendung in seinem Leben. Vielleicht war es sogar das Beste, was ihm passieren konnte. Denn jetzt konnte er in geordneten Verhältnissen aufwachsen und hatte Möglichkeiten, die er in seiner alten Familie so vermutlich nie gehabt hätte. Ein gutes Zuhause, Fürsorge und Liebe. Ich finde meine Mutti klasse, weil ich hatte ja ein sehr großes Glück, dass sie mich aus dem Kindergarten geholt hat, weil das passiert ja nicht vielen Kindern. Und sie ist auch sehr liebevoll zu mir und respektiert mich. Und ich habe auch meine Freiheiten, das finde ich toll. Und es ist so, einen Vater vermisse ich eigentlich irgendwo nicht, weil meine Mutti ist für mich beides. Mit der kann ich über alles reden und das ist gut so. Auch wenn es anfangs vielleicht Zufall war, dass gerade der Thomas und ich zusammengekommen sind, so ist es jetzt also ganz selbstverständlich mein Sohn. Und ich denke, dass ich da genauso tief für ihn empfinde, wie jede Mutter eben auch für ein leibliches Kind empfindet. Eberhard Weisbart ist damals der Filmemacher, der Thomas und einige andere der verlassenen Kinder porträtiert. Er war selbst in einem Kinderheim, weiß aus eigenem Erleben um die kindliche Verzweiflung. So war er nicht nur Reporter, sondern auch Aktivist. Als der kleine Junge nach seiner Mutter weinte, beruhigten ihn die Erzieher mit einer Notlüge. Ich habe dann eben nach dem Mauerfall Zeitungsartikel gelesen in verschiedenen Zeitschriften über Heimkinder in der DDR und wie jetzt kam mir das alles hoch und da habe ich mir gesagt, darüber muss ich einen Film machen, weil ich ja selber davon betroffen bin. Und da ich seit Jahren ja Regisseur und Filmemacher bin und Dokumentarfilme gedreht habe, habe ich mir gesagt, okay, das mache ich jetzt. Und habe dann Kontakt aufgenommen mit dem Jugendamt und der DDR und die haben mir dann geholfen dabei und habe dann für eine Fernsehproduktion dann das nachher gemacht. Und dadurch ist dann dieser Film entstanden. Die verlassenen Kinder der DDR. Unrecht, das auch in mehr als 30 gesamtdeutschen Jahren kaum Beachtung gefunden hat. Ich muss sagen, ich finde das unmöglich, was damals passiert ist. Man darf auch nicht verallgemeinern. Vielen Kindern ist es auch in den Heimen gut gegangen, wie ich erfahren habe, von den Erziehern und aus den Akten heraus. Aber dass die Eltern im Grunde genommen, nur um in den sogenannten Goldenen Westen zu kommen, die Kinder einfach weggegeben haben, ja? Bei dem Thomas hier war das ja so, die Mutter war Säuferin, hoch 3, und durch einen Sauerstoffmangel während der Geburt ist der Junge gehbehindert gewesen. Und sie hat noch nicht mal den Mut besessen, den Jungen selber abzugeben, sondern hat einen Freund gehabt und hat den Freund gebeten, die soll den Jungen da abgeben. Und der hat ihn auf den Schreibtisch da gesetzt und dann haben den Jungen alleine gelassen und man hat ihn da belogen. Also das ist, und so gibt es hunderte von Fällen in der DDR. Was muss im Leben schiefgelaufen sein, um sein 5-jähriges Kind einfach abzugeben? Weil man es nicht mehr braucht. Es allein zu lassen und jede emotionale Bindung zu kappen. Von seiner leiblichen Mutter jedenfalls will Thomas nichts mehr wissen. Für das, was sie ihm angetan hat, empfindet er nur Abscheu. Wenn ich meine alte Mutti wiedersehen würde, ja, ich würde ihr die Meinung sagen, würde ihr vielleicht sogar eine auf die Fresse schlagen, wenn ich ehrlich bin.
Dazu ist es nie gekommen, denn noch weitere 20 Jahre später hat sich die Mutter nie gemeldet. Thomas ist im Leben angekommen. Er studiert, wird Suchttherapeut. Ich muss nicht für den Rest meines Lebens Eltern, die mich verstoßen haben, in irgendeiner Form lieben. Sondern es besteht auch die Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen, die dann eben auch wie Familie sind, aber eben nicht quasi die leiblichen Eltern. Und das ist schon ein Ansatz, den ich da ein Stück weit durch meine eigene Geschichte verfolge, dass die gerade junge Menschen eben lernen zu verstehen, dass Familie viel ist, aber nicht alles. Und so profitieren manchmal auch seine Patienten von den persönlichen Erfahrungen ihres Therapeuten. Thomas hat eigentlich einen vernünftigen Weg gemacht. Und jetzt muss ich doch mal betzen, als pubertierender Jugendlicher war es auch manchmal ein bisschen schwierig. Die Gefährdungen, die es heute gibt, waren auch vorhanden. Aber er hat ja einen richtigen Weg gefunden, indem er Suchttherapeut geworden ist. Er hat ganz großes Glück gehabt, indem er so eine tolle Frau gefunden hat. Einmal, da musste er Kontakt zur leiblichen Mutter aufnehmen. Da er nicht adoptiert ist, benötigte er für den BAföG-Antrag ihre Steuerbescheinigung. Das war dann so, dass ich meine Mutter angerufen habe oder ich musste sie anrufen. Und ja, was heißt meine Mutter? Ist eigentlich der falsche Begriff. Und da ertönte eine Stimme am anderen Ende der Leitung, wo bei mir nur noch das Gefühl war von, oh mein Gott, erschrocken sein. Ja, also es hatte einen Ausdruck von Asozialität, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen bin ich froh, nicht bei dieser Frau groß geworden zu sein. Nun will er sich von seiner Pflegemutti adoptieren lassen. Denn sonst könnte es theoretisch sein, dass er an möglichen Pflegekosten seiner leiblichen Mutter beteiligt wird. Das ehemalige Kinderheim Fritz Weineck in Berlin-Friedrichsfelde. Im November 89 spielt sich auch hier eine Tragödie ab. Es wird zur Auffangstation für drei weitere Geschwister. Zurückgelassen von einer Mutter, die den Westen wohl verheißungsvoller fand als ihren Nachwuchs. Wie heißt du denn? Steve. Steve ist 5. Sein Bruder Mark, er fühlt sich jetzt verantwortlich für seine Geschwister. Der Jüngste, Martin. 3 Jahre alt. Seit er im Heim ist, ist er still geworden. Erst langsam gelingt es den Erzieherinnen, wieder Vertrauen bei ihm zu wecken. Er leidet am meisten unter der Trennung von seiner Mutter. Wenige Tage nach der Maueröffnung hatte die Volkspolizei die Geschwister in einer verlassenen Wohnung im Prenzlauer Berg entdeckt. Wie lange sie dort allein waren, konnte nicht festgestellt werden. Irgendwann machten sie sich bemerkbar, weil sie Hunger hatten. Das Klinikum Buch, am Rande Berlins. Die verwahrlosten Kinder benötigten zunächst einmal medizinische Versorgung. Wir haben Anfang November, am 12.11., ein fast 5-jähriges Kind eingewiesen bekommen über das Referat Jugendhilfe. Mit einer infektiösen Hauterkrankung und Durchfall, wobei uns mitgeteilt wurde, dass dieses Kind von einer alleinstehenden Mutter zu Hause allein gelassen wurde und die Mutter die Republik verlassen haben soll, nicht mehr auffindbar wäre. Normalerweise gehen dann solche Kinder in ein Dauerheim, in ein Pflegeheim. Und da dieses Kind aber infektiös war, also eine bakterielle Hauterkrankung hatte, wurde es zu uns zur Sanierung eingewiesen. Und kurze Zeit später, am 29. kam dann das zweite Geschwister aus dieser Familie mit einer Durchfallerkrankung noch zu uns. Wahrscheinlich hat sich die Mutter bereits am 3. Tag nach dem Mauerfall nach West-Berlin abgesetzt. Ihren Kindern hat sie zum Abschied noch falsche Versprechungen gemacht. Mutti ist Sonnabendabend 11:30 losgegangen und kam, hat uns dann auch noch einen Zettel geschrieben und da stand drauf, wo die Sachen liegen und stand auch noch drauf, dass
dass er uns was mitbringt? Hat sie uns noch ein bisschen Frühstück auf den Tisch, auf den Schrank gelegt, war aber nur 8 Stullen, haben wir alle gegessen und mein Bruder hat 3 Eier alleine aufgegessen. Steve weiß, wo seine Mutter ist. Ich weiß, Berlin. Und jetzt bin ich nur alleine. Die kommt nie mehr wieder. Ich bin da geblieben und zuerst kam bei mir die Polizei, hat mich abgeholt und dann nach der Weile haben sie meine beiden Brüder abgeholt. Wusstet ihr denn, wo eure Mutter war? Ja, Thun. In West-Berlin? Mhm. Und hat sie euch gesagt, dass sie wiederkommen will oder dass sie drüben bleiben will? Oder? Naja, hat er auch noch auf den Zettel geschrieben, sie kommt also heute wieder. Also nicht heute, sondern am Sonnabend. Und dann hat sie noch darunter geschrieben, dass sie uns was mitbringt. Man kann davon ausgehen, dass sich die Mütter einer Strafverfolgung entziehen wollten. Immerhin waren es zu diesem Zeitpunkt noch 2 deutsche Staaten. Eine Wiedervereinigung längst nicht in Sicht. Wir sind auch unheimlich daran interessiert, dass man die Eltern auffindet, dass man den Aufenthaltsort der Eltern herausbekommt und auch die Eltern zur Verantwortung zieht. Und auch, wenn es sein muss, strafrechtlich begeht. So etwas kann man eigentlich, wenn man ein Gewissen hat, als Mensch nicht vereinbaren. Es sind fast immer alleinstehende Frauen, die sich zu solch einem Schritt entschließen. Auch vor dem Fall der Mauer haben sich schon Mütter abgesetzt. Manche Kinder werden in der Wohnung einfach zurückgelassen. Wieder andere Mütter töten ihre Kinder direkt. Häufig ist Hilflosigkeit der Auslöser. Nicht selten folgt ein gescheiterter Suizid. In der DDR ein Tabuthema. Das Frauengefängnis Hoheneck im sächsischen Stolberg. Im Januar 1990 sitzen hier 100 Mörderinnen ein. Allein 80 von ihnen, die ihre Kinder umgebracht haben. Seit der Wende dürfen die Gefangenen in der Anstalt Musik hören. One-Way-Ticket. Es gibt keinen Weg zurück. Für Kindstötungen gibt es meist lebenslänglich. Im Rechtssystem der DDR wird entgegen der politischen Theorie dem Umfeld und der Gesellschaft niemals eine Mitschuld gegeben. Tödliches Ende einer Familientragödie auch in diesem Fall. Die Mutter hat ihre Tochter allein in der Wohnung zurückgelassen. Das Kind ist verhungert. Wie kommen Sie denn heute damit klar? Gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe sehr doll an meiner Tochter gehangen und war ja eigentlich auch im Prinzip immer mit ihr alleine. Mein Verlobter hat damals in der SU gearbeitet. Er war durchaus in der Lage gewesen, mir zum damaligen Zeitpunkt zu helfen. Jetzt, was geldmäßig alles anbelangte. Meine Arbeit musste ich aufgeben, weil ich wohnte die erste Zeit noch mit meinem geschiedenen Mann zusammen. Der hat mich geschlagen, auch während der Ehe. Deswegen war ja die Scheidung. Hat viel getrunken und ich habe es abends absolut nicht geschafft, meine Tochter ins Bett zu bringen. Und da hatte ich ihm die Arbeit aufgegeben. Und als ich dann nach circa 3 Monaten endlich eine neue Wohnung hatte, da wollte ich neue Arbeit haben, stellte aber eine neue Schwangerschaft fest und hat mich keinen Betrieb genommen. In ihrer Verzweiflung verließ sie ihre Tochter. Also ich bin nicht mit dem Gedanken jetzt weggegangen von zu Hause. Jetzt lässt es da und du gehst nie wieder zurück. Also das war nicht meine Absicht. Ihre Tochter ist verhungert? Verhungert und naja, es war zu kalt in der Wohnung, naja auch. Ich hatte an dem Tag noch, mehr hatte ich ja nicht zur Verfügung, ein paar Brötchen und Wasser stehen lassen. Und am 30. November, also nicht ganz einen Monat später, fuhr ich dann durch Zufall zu meinem Verlobten und dort stellte ich fest, dass meine Tochter nicht dort anwesend ist. Und daraufhin bin ich an dem Tag in die Wohnung gefahren. Und für mich war jetzt klar, vom 8. November bis zum 30. November, dass meine Tochter verhungert sein muss. Ich habe dieses Zimmer nicht betreten. Ich bin nur kurz in die Wohnung, habe mir ein paar andere Schuhe geholt
und hatte jetzt nur noch eins und sind mich selbst auch umbringen. Bestraft werden für solche Taten immer nur die Frauen. Auch wenn sie nicht allein schuld sind. Die Umstände werden kaum berücksichtigt. Zumindest in der DDR hat man es sich da recht einfach gemacht. Gedanken einer Anstaltsleiterin. Es gibt auch Frauen, die aufgrund ihrer Familienverhältnisse Bedingungen vorgefunden haben, die sie so einer Tat, die eben wirklich die Tat hier mit beeinflusst haben. Das sollte man auch nicht außer Acht lassen. Dann sollte man doch dort auch die moralische Schuld beim Ehemann mitsuchen. Aber sie sitzt im Strafvollzug und nicht der Ehemann. Herbst 1990. Ein knappes Jahr ist es nun her, dass Martin, Steve und Mark von ihrer Mutter verlassen wurden. Sie hat sich bis jetzt noch immer nicht gemeldet. Seit dem Mauerfall im November ist sie verschwunden. Die Brüder sind weiterhin in einem Kinderheim. Martin, der Jüngste, muss sich nun allein anziehen. Einmal am Tag ist Martin glücklich. Da trifft er seinen Bruder im Waschraum wieder. Der ist 2 Jahre älter und wohnt deshalb auf einer anderen Etage. Mark ist der älteste der 3 Brüder. Ich will meine Mutter auch mal wieder anrufen, aber ich weiß die Nummern nicht und auch mal schreiben. Und da weiß ich aber nicht die Adresse und ich weiß nicht, wo sie ist. Und manchmal abends denke ich an Mutti. Eigentlich ist es vermisse Mutti. Nachts, wenn alles schläft im Heim, liegt Mark noch lange wach. Dann sucht er nach einer Erklärung für das Unerklärliche. Eine Antwort hat er bisher nicht gefunden. Nicht wenige dieser Eltern haben sich ein süßes Leben im Westen gemacht, fernab einer Strafverfolgung im Nachbarland DDR. Und einige sollen aus dieser Tat auch noch Kapital geschlagen haben. Diese Eltern, die haben sich überhaupt nicht gekümmert. Die haben ja sogar noch Kindergeld zum Teil bezogen, weil ja ihre Kinder im Ausweis standen. Dann haben die einfach vorgelogen, sind bei meiner Mutter, also bei der Oma oder bei der Tante. Und dann haben die Sozialämter, die haben einfach Kredite ausgezahlt, Sozialhilfe gegeben. Und die Banken haben noch Eingliederungshilfe von 6.000 Mark gegeben. Und haben die sich ein schönes Leben gemacht. Und die Kinder sind nicht rausgenommen worden aus dem Heim. Die haben die einfach brutal da drin gelassen. Unmöglich sowas. Ich finde, es ist ein Verbrechen und die Eltern müssten heute noch dafür bestraft werden. Auch Andreas wird in einem Erfurter Heim abgegeben. Seine Mutter, die ihn bereits als Baby adoptierte, ging nach Niedersachsen. Seinen Bruder nahm sie mit. Für den 12-Jährigen aber war in ihrem Leben offenbar kein Platz mehr. Ich bin ein halbes Jahr hier und wo ich bei meinem Vater war, habe ich erfahren, dass meine Mutter im Westen gefahren ist mit meinem Bruder. Erst habe ich das nicht gedacht. Und dann habe ich gesehen, dass meine Mutter mir ein Paket geschickt hat. Und da sah ich die Adresse. Wie fühlst du dich denn so jetzt hier im Heim? Ach gut, ich fühle mich gut. Ich habe viele Freunde gefunden. In der Schule klappt es nicht so gut. Und einiges im Heim finde ich nicht gut. Dass viel gestohlen wird, dass vieles kaputt gemacht wird. Und die meisten Erzieher, die handeln ja nicht so. Und wenn man den Erzieher mal was sagt, der handeln die gar nicht da drauf. Erklärungsversuche eines ratlosen Kindes. Ich habe darüber nachgedacht,
warum meine Mutter mich allein gelassen hat. Und einmal bin ich dazu gekommen, habe ich gedacht, dass ich das wüsste. Aber ich weiß nicht, ob's das Richtige ist. Da überlege ich jeden Tag immer noch. Und ich weiß ja immer nicht, ob das Richtige ist. Soll deine Mutter dich abholen? Mit Hilfe der Behörden in Ost- und Westdeutschland kann Andreas Mutter gefunden werden, in einem Dorf in der Nähe von Celle in Niedersachsen. Die Frau wohnt zur Untermiete, ist arbeitslos, auch sie bezieht Sozialhilfe. Reporter Eberhard Weisbart, der als Kind selbst in einem Heim war, will erreichen, dass die Mutter Andreas wieder zu sich nimmt. Guten Tag. Hallo. Ach. Was hat diese Frau bewogen, einen solchen Schritt zu gehen? Eines ihrer Kinder allein in der DDR zurückzulassen? Als sie den Hilferuf ihres Jungen auf Video sieht, ist ihr Verhalten verblüffend. Ich bin ein halbes Jahr hier und wo ich bei meinem Vater war, habe ich erfahren, dass meine Mutter im Westen gefahren ist. Der kleine Bruder jedoch kann seine Tränen nicht zurückhalten. Ihm fehlt Andreas. Soll deine Mutter dich abholen? Ja, Andreas, das mache ich auch nicht und hole dich ab. Du weißt auch ganz bestimmt, warum. Du wolltest mich ja nicht mehr sehen. Du hast ja gesagt zu mir, dich will ich nicht sehen in Erfurt, du brauchst mich überhaupt nicht zu besuchen. Das war ein ganz großes Problem mit Andreas. Das fing ja schon an, als er im Kindergarten war. Da wurde mir schon gesagt, dass er bockig ist. In der Schule wurde es nachher viel schlimmer. Hat er seine Hausaufgaben nicht gemacht, wenn ich denen gesagt habe, Andreas, du musst aber deine Hausaufgaben machen. Du hast mir nichts zu sagen. Eine Begründung, die sprachlos macht. Abschiebung ins Heim als Bestrafung für nicht erledigte Hausaufgaben. Plötzlich Tränen bei der Mutter. Reue oder Selbstmitleid? Die Flucht in den Westen, ganz offenbar die passende Gelegenheit, sich der Verantwortung als Erziehungsberechtigte zu entziehen. Andreas jedenfalls wird nie wieder bei der Mutter und dem kleinen Bruder leben. Dieses Erlebnis steckt Filmemacher Eberhard Weisbart auch 30 Jahre später noch immer in den Knochen. Es fällt schwer, das Schicksal von Andreas und der Mutter, die ihn abgeschoben hat, zu vergessen. Also ich hätte dir im Grunde genommen eine reingehauen beinahe. Konnte man natürlich nicht machen. Aber ich hätte sie angeschrien, aber das steht mir nicht zu. Aber das war für mich dieser eiskalte Brocken von dieser Mutter. Wir waren sprachlos. Ich weiß noch, mein Kameramann und mein Tonmann, der hatte einfach gesagt, um Gottes Willen, wie ist diese Frau drauf? Und dann nachher kamen mir mit einmal die Tränen, ja. Aber sie war im Grunde, hat er seine Hausaufgaben nicht gemacht. 10 Jahre später. Andreas ist inzwischen 22. Er lebt jetzt in Celle, ist der Frau, die ihn verstoßen hat, hinterhergezogen. Doch Kontakt zur Mutter hat er nicht mehr. Hat er seine Hausaufgaben nicht gemacht? Immer wieder versucht er, eine Antwort zu bekommen. Doch die bleibt die Mutter ihm über die Jahre schuldig. Damals im Heim. Es war eine ganz beschissene Zeit. Ich
Ich wurde nur gehänselt. Ich habe auch versucht, mit meiner Mutter den Kontakt wieder aufzunehmen. Ich habe ihr Briefe geschrieben, Karten. Aber es kam nie eine Antwort zurück. Nachdem sie sich nicht gemeldet hat, habe ich gedacht, dass sie mich nicht mehr will. Im Heim habe ich oft geweint, weil ich hatte die erste Zeit keine Freunde und musste mich erstmal mit allem konfrontieren, damit ich da überhaupt erstmal in das Heimleben einsteigen konnte. Mein Bruder vermisse ich sehr und ich verstehe das nicht, dass meine Mutter nicht die Möglichkeit zulässt, dass ich meinen Bruder sehen kann oder besuchen kann, dass ich auf Karten irgendwie eine Antwort kriege. Ein Jugendheim in Hermannsburg, in der Nähe von Celle. Mit 16 kommt Andreas hierher. Er beginnt eine Lehre und will Tischler werden. Auch für seinen damaligen Erzieher sind die Folgeschäden dessen, was Andreas in der Kindheit angetan wurde, offensichtlich. Als Andreas zu uns kam, hatten wir einen recht verstockten, verschlossenen jungen Mann vor uns. Es war ein hartes Stück Arbeit, eine Beziehung zu ihm aufbauen zu können, aber wir haben ihn so weit gekriegt, mit ihm gemeinsam, dass er in der Lage ist, tragfähige Beziehungen aufzubauen und zu halten. Und ich denke, da haben wir zusammen ein gutes Stück Arbeit geleistet. Auch 3 Jahre, nachdem er seine Ausbildung abgeschlossen hat, findet Andreas keine Arbeit. Sein Leben kommt in keine geregelte Bahn. Seelisch fühle ich mich heute nicht gut, weil ich keine Arbeit habe. Beim Arbeitsamt kriege ich immer nur ein und dieselbe Antwort. Wir haben nichts, wir schicken ihm was zu, wenn wir was haben, aber das reicht mir nicht. Die Spur zu Andreas verliert sich in jener Zeit. Ob es eine Wende in seinem Leben zum Besseren gab, ist ungewiss. Auch Katharina, die als 2-Jährige zusammen mit ihrem Bruder von der Mutter verlassen wurde, leidet unter den Spätfolgen. Die Beweggründe, die Kinder einfach auszusetzen, kann sie sich bis heute nicht erklären. Man kann es gar nicht wirklich sagen, wie man sein muss, um so zu sein. Einfach nur kalt, abgeklärt und egoistisch. Also was anderes könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, wie man sonst sein kann, um sowas zu tun. Kinder einfach zurückzulassen. Und dann halt auch wirklich damit abzuschließen komplett und zu sagen, das interessiert mich nicht mehr, es gehört mir nicht mehr. Anders kann man es, glaube ich, nicht sagen. Zumindest Thomas Metz erlebt ein Happy End. Er hat mit der schrecklichen Vergangenheit abschließen können. Das Fotoalbum seiner Kindheit beginnt, als er 5 Jahre alt ist. Es zeigt eine glückliche Kindheit, voller Liebe und Geborgenheit. Seine Pflegemutter hat alles dafür getan. Und Thomas hat diese Chance genutzt. Letztendlich ist meine Mutter die goldene Karte in meinem Leben gewesen. Meine Mutter nicht da gewesen und hätte mir Gott diese Karte nicht geschenkt, dann wäre ich heute nicht so, wie ich bin. Ja. Gell? Wieso?